Willkommen zu Part 5 der Tutorial-Reihe zum Docken, und zwar für das hier. Also das hier ist, da könnt ihr zwar einsteigen, ist aber die falsche Seite, und zwar ihr geht hier oben rein und seht ihr, was ihr habt. Also, seht ihr, was ihr habt. Verdammt, schon wieder ins... Warte. So, jetzt. Jetzt sind wir drin im richtigen, und zwar in einem stationären Geschütz auf einem, in meinem großen Schiff. Das ist ja die ganzen kleinen Pedo-Schiffe rumfliegen, die ich theoretisch gesehen vielleicht kaputt machen könnte. Joa, was soll man hier sagen? Zwei Docker, und das hier ist gar nicht mal so kompliziert hier zu bauen. Ich habe nämlich jetzt hier nach oben, unten, rechts, links, überall hinschießen. Während ich schießen kann, das finde ich richtig geil, wenn ich ehrlich bin. Ich finde das richtig, richtig sexy. Und ja, ich zeige euch mal, wie man so ein Ding baut. Also Knarren, alles könnt ihr selber entscheiden, wie es sein soll. So, weil erstmal haben wir hier, müssen wir auf unserem Hauptschiff, das habe ich mal da einplatziert, dieses Rail X-Axis Ding hinsetzen. So sieht's aus. Und das hat auch zwei Pfeile, zeigt in eine Richtung. In die Richtung müssen wir dann auch erstmal das richtige Teil draufsetzen. So, nehmen wir mal das hier, weil das müssen wir auch nehmen. Das hat es hier nach unten, also dieses Docking-Teil mit den Pfeilen in die Richtung nach vorne. So, jetzt mal ganz chillig hinfliegen. Keine Eile, keine Eile. So. Jetzt ist das Ding drauf. Da ist hier ist aber noch ein Problem. Es kann sich nur in die beiden Richtungen drehen. Leute, einfach die Sterne da, wo ich hingucke, verschwinden. Guck, das kann sich nur in die Richtung drehen. Und nicht nach oben, da ist halt nur hier unten das kleine Gelenk hat. So, und dafür ist das zweite Teil noch da. Und das hier, weil das hier ist an der Seite fokussiert. So, genau wie das hier. Das ist nämlich auch an der Seite fokussiert. Diese Pfeile zeigen natürlich wieder in die gleiche Richtung. So, dann fliegen wir mal mit dem hier so mega high. Yay, so mega high speed hin. So, touchen das Ding da dran. So. Jetzt haben wir nämlich durch das hier die Achse, also die Cook-Achse, die waagrecht. Und durch das hier haben wir die horizontal, nein, warte, horizontal ist das. Und durch das hier haben wir die senkrechte Achse, das heißt, wir können jetzt so überall hingucken. Das ist zwar dadurch, dass das hier nicht der Mittelpunkt ist, sondern nur an, dran geheftet ist, sieht da ein bisschen komisch aus. Man müsste das irgendwie so bauen, dass das hier da ist und das dann da und... was weiß ich. Also, es geht schon anders zu bauen und so. Und dann musste ich hier halt einfach, weil das hier hatte ich keinen Zugriff auf die richtigen Hauptkanarren. Aber das hier macht ihr lieber mal weg. Das drückt ihr da aus Versehen drauf. Denn sonst, wenn ihr drauf drückt, dann fliegt ihr weg. Das kann ich mir mal zeigen hier. Wenn ich jetzt abdocke, fliege ich mit dem Geschütz hier weg. Und das ist... dafür sind Geschütze nicht da, soweit ich weiß. So, und ja, habt ihr schon mal das Teil. Jetzt müsst ihr einfach nur den Waffencomputer haben. Nein, das ist Shipcore, kein Barrel. Ich habe keinen Waffencomputer natürlich, hier habe ich wieder vergessen. Cannon Computer. Hier. Oder auch noch gut ist, wenn ihr das Ding hier einfach zubaut, einfach nur damit es besser aussieht. So müsst ihr hier dann noch das... Und das hält dann, glaube ich, auch doppelt. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so ist. Aber ich glaube, das funktioniert dann sogar. Jetzt bin ich im falschen Ding drin. Muss ich hier dran setzen. Da. So. So, es ist hier dran gesetzt. Jetzt muss ich hier den Rail Docker dran machen. So, es hält es hier doppelt. Fertig. Und jetzt könnt ihr, zumindest so habe ich es da drüben gemacht, was einfach cool aussieht irgendwie. Oder warte, wie sieht man den? Ja, hier sieht man einen Computer. Ist nicht wichtig, man kann theoretisch auch einen zweiten Computer. Dann kommt mir gerade die Idee. Ja, ich mache jetzt einfach noch einen zweiten Computer. Einfach nur, damit es besser aussieht. So, einfach nur, damit es besser aussieht. Hier, das Ding weg. Und noch einen weiteren Computer dran. Ist total nutzlos. Also hier wurde angezeigt. Oh ne, würde nicht mal, weil er total nutzlos ist. So, sieht halt cool aus. Warte, dann muss ich das Ding hier raus. Da drüben rein. So, muss ich ja schnell rein, la 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 la, schwupp. Alter, dadurch könnte man so geile Schiffe im Multiplayer bauen, hey, das wäre so geil. Leider habe ich keinen Freund, der das Spiel hat. So, dann baut ihr halt hier den Computer hin.
Nehmt natürlich den Computer wieder ausgewählt. Nimmt die Kanonenbarrel 1, 2, 3. 2, 3. Nein, warte, hier kommt dann noch 2 nach hinten. 1 nach hinten, nicht 2. So, hier auch noch schnell. Da, da, da. Oder weißt du was? Ja, doch, ich lasse die knarren. Ich mache da jetzt keine besonderen Laserkanonen dran. So, da hatten wir. Oh, warte. Das ist falsch gesetzt. So, hier müssen die Dinger hin. So, und damit sie es noch schöner, damit die auch Energie haben, müssen da noch Energiezellen hin. Aber warte, ich mache erstmal schnell den Computer, damit es schön aussieht. So, Energiezellen könnt ihr sogar hier hinbauen. Weil leicht, dass es hier dreht, dann berührt sich das nicht. Warte mal kurz. Das funktioniert. Ja, das funktioniert nicht. Da klemmt es ein. Aber hier könntet ihr theoretisch noch hinbauen, wenn ihr noch mehr Energie braucht. Dann müsste es ja wird's halt auch breiter, wenn ihr es trotzdem noch schön haben wollt. So, und dann könnt ihr jetzt einfach, oder ihr könnt nicht nur, ihr solltet hier oben noch Rüstung draufbauen, denn, die Dinger sind nicht, die haben kein Schild. Ja, das Schild vom Schiff zählt ja nur fürs eigene Schiff. Und das hier zählt als extra Ding und zählt nicht als Hauptschiff. Das heißt, ihr kriegt jetzt hier nicht das Schild vom großen Schiff. Das, sonst hätte ich auch nicht von der Piratenbase, die ich jetzt nicht mehr habe, weil ich weggeflogen bin, weil mich irgendwelche Typen angegriffen haben und zwar die. Oh, Menno, sieht man nicht mehr. Menno, ich habe die voll weggeschnitzelt. So, dann baut ihr jetzt einfach noch schöne Verkleidung hin. Also, man kann auch noch ein Schild hinbauen, aber. Naja, kommt drauf an. Irgendwann ist das Schiff hier schon zu fett. Ja, man sollte jetzt nicht zu viel Zeug dran bauen, weil dann sieht es einfach scheiße aus. So, finde ich, sieht es noch am besten aus. Das Problem ist halt wirklich, die Gegner können da jetzt draufballern und dann ist es halt am Arsch. Also ihr könntet jetzt ohne Probleme noch so einen Schildgenerator einfach hinten drauf klatschen. Aber weil das tut die Bewegungsgeschwindigkeit nicht beeinträchtigen. Es tut dann halt einfach nur. Ja. Hey, Bäume. Es ist halt einfach, ihr seid stabiler, aber ihr seid seht halt auch gammeliger aus. Nee, das finde ich irgendwie voll nice mit den Geschützen oben drauf, ey. Aber ich mal, das finde ich voll geil. Mega nice. Problem, das Schiff ist an sich so flach und also flach in Ausführungszeichen. Wenn ich die jetzt dahin klatschen würde, das wird ein bisschen. Wird nicht passen, aber egal, was wie auch immer. So baut man Geschütztürme. Ja. Tschüss.